Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder euer Pit zusammen mit dem Sidi Cobra, der oben auf der Bremer Stadtmusikanten Haufen hier steht. Grüß dich. Hallo. Ja, der Schafi ist dabei und Marv das Monster, der ist aber gerade AFK, warum auch immer, keine Ahnung. Und wir wollen euch heute mal vom Landwirtschaftssimulator 2015 diese Forstsparte ein bisschen näher bringen, ein bisschen ein paar Geräte vorstellen, euch mal zeigen, wie das so aussieht. Ja. Und da gebe ich mal aufs Wort an den Schafi, denn der ist ja auch so ein bisschen. Hä? Da ist der Schafi, genau. Ja, Der ist ja schon ein hier ist das bisschen Ries. eingespielter als wir, vor allem als ich. Ich habe das Spiel eben erst installiert. Ja. Ja, ein bisschen ist gut. Auf jeden Fall, es hat sich einiges geändert gegenüber dem Forst-Mode. Also ist es gar nicht zu vergleichen. Ja, es hat sich auf jeden Fall hier vom Scorpion auf jeden Fall schon mal eindeutig geändert. Boah, geiles Teil, Wenn man den schon mal sieht, die Bewegung, es ist auf jeden Fall alles dran, wo dran sein muss. Ne? Also es sind keine losen Teile, wie man es vom Forstmod gewohnt ist. Ne? Also man sieht es auch vorne hier. Die Bewegungen von dem Teil sind nehme ich auch hier die richtig geil. Arme. Ja, vom Arm, vom Auffangarm, Ach, der die Marv ist auch wieder Bewegungen. da. Grüß dich. Sagt nix. Juhu. Ja. Ich habe Ja, dich gerade mal hier als ist wieder AFK nett. vorgestellt, aber Ja. passt schon. Ja, Schavi, weiter geht's. Action. Wollen wir mal einen Action. Baum absetzen? Jo, machen wir mal einen ab. Gucken wir das erstmal so in der Erstmal so eine Außenansicht an, Außenansicht dann. an. Oh, bei Oh, bei irgendjemand höre ich irgendjemand mich höre ich mich selber. selber. Das wird bei mir sein, Entschuldigung. Ja. Und erst gucken wir uns das mal in der Außenansicht an, dann setze ich mir mal selber rein und mach mal einen ab, dass die Leute mal sehen, wie das so ist. Komm ein bisschen näher. Das Ding ist ja wirklich der Hammer, ey. Ja, das sieht jetzt alles noch ein bisschen buggy aus, weil wir auf einem gehosteten Spiel sind. Ich denke mal, wenn man einen Dedicated Server da benutzen, dann sieht das ein bisschen flüssiger aus. Das sieht alles ein bisschen hackelig und ruckelig aus. Weep! Wow, geil. Jetzt kann man natürlich hergehen und kann hier verschiedene Schnittlängen einstellen. Ich mache mal kurz ein paar durch, mal so zur Demo natürlich. Also die kleinsten mit 1 Meter. Zack. Och, ist das niedlich. Niedlich, ne? Für den Ja, Häcksler natürlich schön. ganz praktisch. Ja, auch schön für die Brennholzmacher, ne? Aber mit 2,50 Meter, man kann immer halbe Meter machen. Aha. Und Da. maximal natürlich 5 Meter. Jetzt haben wir natürlich ein kleines Beispiel, was noch ein bisschen buggy ist. Ja, diese Äste da an dem Der, Stück noch, ne? ja, Die mache Moment, ich wir gerade haben mal noch ab. das restliche Teil hier. Und zack, das war der ganze Baum. So, Wegsensor. Ja, und das ist das, wie gesagt, was noch buggy ist, was man aber wegbekommt. Mit einer Kettensäge. Einfach mal drüber fahren. Jo, habe ich. Und weg ist es. So, was ich jetzt auch noch cool finde bei dem Spiel ist, ihr seht gerade, ich habe hier eine Johnson Red in der Hand. Man kann die Marken wechseln, indem man das Mausrad so ein bisschen hin und her scrollt. Ja, jetzt habe ich eine Husqvarna. Hier kann man mit rechten Maustaste die Säge drehen. Und dann haben wir noch MacGulloch. Ist auch noch mit dem Programm. Ja, ich persönlich bevorzuge die Husqvarna. Ich selber habe ja auch im Forst gearbeitet und dann habe nur mit Husqvarna gearbeitet. Ja, es werden natürlich die ganzen Stiel-Fans sagen, ah, oh, scheiße, ist keine Stiel dabei. So, ich mache jetzt einfach mal hier so einen Baum ab. Und lass den mal umplumpsen. So. Muss noch mal Ich muss einschlagen. einen zweiten Schnitt machen, weil der macht einen Kahlschnitt. Achso. Gut, dann machen wir einfach mal hier. Und jetzt fällt der Baum auf mich drauf. Hupsi. Oh, er steht immer noch. Ja. Meine Meinung. Vorführeffekt. Das ist der Vorführeffekt. Ich probiere es einfach nochmal. Und jetzt fällt er. Jetzt fällt ja. Wunderschön. So, dann kann man da Boah. hergehen und die Motorsäge wieder rumdrehen. Ey, bleib mal stehen, Baum. Er rollt, Vorsicht. So, super, dass das Meterstück da lag. Ah ne, das ist der Stub. So, dann kann man da hergehen mit der Schatz. Motorsäge, einfach am Baum lang laufen, wie man es aus dem Frostmod kennt, und die Äste hier so wegmachen. Ich zeig dir das gar nicht an. Bei mir sind die Äste noch dran. Bei mir sind sie weg. Wenn ich drüber laufe, gehen sie weg. Naja, wahrscheinlich ist das dann für jeden selber.
alles noch ein bisschen nachbesserungswürdig, sage ich mal. Ne? Ja gut, das Spiel ist seit gestern draußen. Keine Ahnung, wie das dann auf Dedicated Servern ist. Ich denke mal, wird das dann für alle synchronisiert. Hier wird es wahrscheinlich nur für jeden Spieler selber. So, jetzt gehen wir mal her, holen wir einfach das... Ah ne, ich werde mich mal in den... Genau, ich wollte gerade sagen, zeig nochmal die Kameramoden von diesem Scorpion. Genau, da hat man immer diese normale Außenansicht, so, dann hat man diese, mit C eine Innenansicht. Und dann kann man direkt an der Krankamera, wie wir jetzt hier sehen, dann mache ich mal hier mit der Krankamera so einen Baum ab. Den HWS anschalten mit B. So, und dann brauchen wir einfach nur in die Nähe dieses dieser Bäume zu gehen. Da müssen wir jetzt mal gucken, wie das war mit Maustaste rechts. Kann man den Harvester ausfahren. So, jetzt hat er ihn in der Hand. Schnappt den sich gleich, sägt den ab. Und dann schalte ich mal die Außenansicht nochmal an. Dann sieht man das schöner. Ja, ich bin nicht so der. Also ich bin da nicht so visiert. So, dann kann man hier oben sehen. Mit O kann man die Schnittlänge einstellen. Machen wir mal auf 2 Meter, 3 Meter. Und dann X, dann tut er das schön, zack, ablenken. Das sieht natürlich richtig geil aus, ne? Guck's mir mal von der Seite hier an. Was noch zu erwähnen ist, wenn man den Baum jetzt so hat, zum Schneiden, und man steigt aus, lässt der Kran natürlich auch den Arm los, weil er automatisch mit ausgeschalten wird. Aha. Das ist auch noch ein kleiner Bug, wo vielleicht noch Giants vielleicht ein bisschen nacharbeiten könnte. Ja. Würde mich, ja genau, wär nicht schlecht, wenn das so, wenn das abgearbeitet, also nicht mehr. Ihr wisst schon, was ich meine, ne? So, ich mache nochmal schnell einen, hier den hier drüben nochmal ab. Die Außenansicht. Eben habe ich es ja mit Innenansicht gemacht. So, mal, wie gesehen, also man braucht nur in die Nähe vom Stamm kommen, dann sehen wir oben in dem Menü sägen. Zack, dann hat er ihn direkt in der Zange aufs Haus drauf geschmissen. Super. Und dann eingestellt haben wir noch 3 Meter. So, und ich setze die alle schön nebeneinander. Fertig zum Abtransportieren. Der Marv, der wird natürlich jetzt erstmal ein bisschen paar Meter kürzer gemacht. Coole Sache, also mir gefällt das sehr gut. Gar nicht mehr zu vergleichen mit dem Fosmod des 2013ers. Alles ein bisschen gewöhnungsbedürftig, klar, also was Neues und ja. So, den lasse ich mal hier stehen und wir gucken uns jetzt einfach mal an, wie der Schavi hier diese Baumstücken auflädt. Ich hole dir mal hier den LKW. Haben wir jetzt natürlich nur den MAN für Langholz, ne? Aber da müsste der Kleine noch dort stehen. Genau den. Ich bringe einfach mal den MAN mit. Oh, ja, ja, ja. Ja, hier ist der Schlepper mit der Stubbenfräse. Weiß nicht, ob wir das auch noch zeigen wollen, wie der... Ja, jetzt habe ich aber einen schönen Bug gerade. Wird ein kleiner Outcut zu meinen Bugs. Er macht schon wieder denselben Bug. Ja, da fährt mal der Hänger durch die Zugmaschine so ein bisschen durch. Warum auch immer das macht, keine Ahnung. Sieht man das von außen, dass der Hänger in der Zugmaschine steht? Nee. Also meine Zugmaschine steht auf einer Stelle und ich kann mit dem Hänger vor und zurück durch die Zugmaschine fahren. Seht ihr dann, wenn das Video fertig ist. So. Der Liebherr hat sich auch texturisch ein bisschen geändert, sehe ich gerade. Das ist dieser, wie hieß der im 2015er? Lizard, glaube ich, oder? Der Lizard, genau. So. Und dass das alles noch so ein bisschen buggy ist, das sieht man auch noch hier. Ich sehe, wie deine Gabel an einer Stelle steht und die Stämme bewegen sich nur. Ich finde es ein bisschen schade. Also ich dachte eigentlich, dass zur Release, dass das ein bisschen besser aussieht. So, es bewegen sich nur die Stämme bei mir auf dem Hänger und du stehst ja so seitlich neben mir. Kannst ja später mal ein Video einfach angucken. Mhm. Ich denke mal, da werden noch so kleine Kinderkrankheiten sein. Was schade ist, dass diese
ja, Raubenbagger im Endeffekt, kann man ja schon mal sagen, weil das ist ja ein MIDI-Gerät, so klein geworden ist gegenüber dem Lizard, wie es ja früher mal gegeben gehabt hatte, ne? Ja, der ist er ist schon klein. Relativ klein. Stimmt. Und niedlich, ne? Ja. Also es ist schon ein großes Gerät, aber wenn, im Vergleich zu dem Lizard ist er echt ein bisschen klein. Da fehlt vorne so ein bisschen, ja, sieht ein bisschen schmal aus, ne? Aber trotzdem, texturisch und diese ganze feinen Animationen und kleinen Bauteile dran, das ist schon richtig cool gemacht. Ja, hier die Aufkleber an der Seite. Vor allem das Typengerät zum Beispiel hier. Oh, mal gucken, ob man das... Ne. Oh. Ich dachte, man kann jetzt... Ja, wenn man vielleicht genau hinguckt, ein bisschen ranzoomt, kann man vielleicht auch die Daten sehen. Ich weiß es nicht, also ich sehe sie im Moment nicht. Ja, richtig schick haben sie das gemacht. Ja, ich gucke jetzt nochmal hier drüben. Da sieht man mal so ein Fahrzeug, was extrem verschmutzt ist. Das sieht absolut richtig geil aus. Ne? Das haben sie richtig geil gemacht mit dieser Textur. Wenn man jetzt einsteigt, sieht man auch drin diese Fußstapfen auf dem Fußboden und ist schon cool. Ne? Jetzt steht der Marv natürlich genau richtig. Da sieht man diesen Auspuffqualm hier rauskommen und der Marv, der tut so ein bisschen verschwimmen dahinter. Ja, perfekt. Richtig cool gemacht. Und im Rückspiegel oben links sieht man, wie da oben so ein Greifer im Wald arbeitet. Also absolut Hammer. Also die Rückspiegelfunktion. Ich kann das mal so ein bisschen... Schon geil. So, jetzt fährt irgendwas durch mich durch. So, ja. Das soll es erstmal gewesen sein von den Frostmaschinen. Es waren vielleicht jetzt nicht alle. Da gibt es noch diese Baumsetzmaschine, die können wir auch nochmal kurz vorführen. Ah, der Schafi hat gerade die Stumpffräse, wenn er einmal dabei ist. Ah, hier stehen ja ein paar rum. Kann man das auch mal kurz so zeigen, wie das. Ah, sieht das cool aus. Diese Rotation und alles. Ah, schön die Hackschnitzel an den Skorpion dran. Da lohnt sich's waschen. Ja, auf jeden Fall. Schön in die Lüftung hinten rein, dass die Luftfilter schön zu sind. Perfekt. Es dauert aber lange, bis so ein Stuppen weg ist. So, und jetzt gucken wir uns mal schnell die Baumsetzmaschine an. Da sitzt der Marv schon drinne. Das ist diese ganze Animation. Ich weiß nicht, woran das liegt, ob das jetzt an mir liegt. Marv, also ich sehe gerade bei mir nur, wie ich die Walterscheidwelle ziemlich lang ziehe. Genau. Wie so ein Gummiband. Richtig, das sehe ich nämlich auch gerade. Aber ich habe immerhin einen Baum gepflanzt, wenn man sehen kann. Also da gibt es jetzt keine Animationen wie beim Frostmod, dass hier hinten einer raufsteht und das so einsetzt. Nein. Gut. Leider nicht. Ja, hier ist der gepflanzte Baum. Ist jetzt auch nicht gerade so realistisch. Also die gepflanzten, die Setzlinge im richtigen Forst sehen ja natürlich ein bisschen kleiner aus. Und in der Form habe ich auch noch keinen gesehen. Ich als alter Forstarbeiter. So. Wie heißt das nochmal? Das haben sie auch vergessen einzubauen. Lass die Baumstämme da nicht runterfallen. Wie heißt das nochmal? Du meinst diesen Holzbock? Ja, dass die halt draufbleiben. Ach, dieser Attacher. Attacher, genau. Aha. Bin nicht auf den Namen gekommen. So, hier sehen wir nochmal ein Fahrzeug vom 2013er, der auch dabei war, der Case, Quadrak. Ja, und ist nicht der gleiche. Nee, ist ich gerade, ja. Das ist der 620 und der 600er war 13er. Also aber man sieht nicht viel. Nö. Man sieht halt auch wirklich, jedes Bauteil ist damit dran und richtig schön gemacht, jede Niete und die Reflektur vom Licht und es ist richtig Bombe geworden, ne? Also grafisch haben sie sich richtig reingekniet, die Jungs von Giants und Astragon und wer da nicht noch alles dran beteiligt war. Nur gameplay-technisch gibt es da noch den einen oder anderen Bug. Denke ich mal, das werden sie mit einigen Patches. Oh, hier sind sogar Pilze auf dem Boden. Mit einigen zukünftigen Patches vielleicht noch hinkriegen. Der Marv. Der fällt die Bäume mit der Stuppenfräse. Ja, so, ich hoffe, ihr habt da so ein bisschen kleinen Einblick bekommen, was hier die Forst,
Geräte so angeht. Ja, wir zocken jetzt hier noch ein bisschen und wenn, ja, ich sag's jetzt mal schon so als kleine Vorankündigung, wenn es die ein oder andere der ersten Mod-Maps gibt, werden wir auch ein Let's Play beginnen mit der Community von deutschespieler.de. Könnt ihr ruhig mal vorbeischauen, deutschespieler.de. Und wenn ihr da mitspielen wollt, alles weitere seht ihr unten in der Videobeschreibung, TeamSpeak. Ja, und der City Cobra, der wird mal schnell vorführen, wie die ganzen Outfits der Motorsägen aussehen. Den habe ich okay. gerade im Detail. So, da haben wir die Mekuloch. Weiter. Die Johnseret, da seht ihr, verändern sich auch die Frosthelme und die Handschuhe. Und die Husqvarna, mein Liebling. Ja, und das war's. Und der Marv, der kackt hier im Wald, habe ich gesehen. Der hat sich gerade hingesetzt. Da schon wieder. Sauber. Ja. Ich hoffe, euch hat es gefallen, auch wenn es noch ein bisschen buggy ist und ein bisschen nacharbeitungsbedürftig. Ja, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Wenn ihr mehr sehen wollt, einfach abonnieren. Schaut bei den deutschenspielern.de vorbei. Ja, ich verabschiede mich hiermit. Euer Pit. Ciao.